Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über Sternenhimmel. Es gibt ein Königreich und der herrschende König muss seine Diplomaten einberufen. Er will für Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit sorgen. Und er setzt sie auch alle ein, besonders was die rechtliche Lage betrifft. Nach diesem Gespräch schickte der König seine Diplomaten in alle Himmelsrichtungen. Im Süden wird er Unterstützung bekommen. Das ist bärenstark. Jetzt sollte er um sein Volk kümmern. Es passiert gerade sehr viel. Viele Menschen ziehen gerade um und verändern ihre Wohnsituation. Die Königin steht gerade im Mittelpunkt und eröffnet ein Fest. Sie bekommt auch Bewunderung. Und die schöne Prinzessin ist immer noch mit ihrem Kleider, Schuhe beschäftigt. Sie braucht nämlich ein Ballkleid und selbstverständlich passende Schmuck dazu. Und sie kann sich nicht entscheiden. Am liebsten würde sie alles behalten. Aber die Königin ist gerade sehr streng zu ihr. Und sie muss eine Entscheidung treffen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, selbstverständlich hat astrologischen Hintergründe. Heute ist Sommersonnenwende exakt 16 Uhr und 54 Minuten. Das heißt spirituell eine Wende in unserem Leben. Vergangenheit wird abgeschlossen, viele Dinge von Vergangenheit wird abgeschlossen und wir bewegen uns in eine neue Richtung und das zeigt auch Offenheit für etwas Neues. Sonne und Mars bewegt sich in Zeichen Zwillinge nach indischen Berechnung und hat Einfluss von Stammbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger und zeigt in eine Richtung und das ist der Nordpol. Das heißt, wir brauchen gerade Neuorientierung. Im südlichen Himmelsrichtung erscheint Arktur. Arktur ist die dritthellste Stamm überhaupt im Himmel und befindet sich im Stammbild Bärenhüter. Und hütet den großen Bär und kleinen Bär. Und Schutz bekommen wir im südlichen Himmelsrichtung. Das habe ich in Geschichte auch erzählt. Dieser Stern Arktur heißt arabisch Harish Ash-Sama und bedeutet übersetzt Wächter der Himmel. Und hütet den beiden Bären. Den großen Bär und den kleinen Bär. Merkur bewegt sich ab heute in Zeichen Krebs. Und das hat mit unserer Wohnsituation etwas zu tun. Wohnliche Veränderung oder Gesprächen, Terminen, ein Mietvertrag oder ein Kaufvertrag. Mond kulminiert heute im Himmel im Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, die Königin steht im Mittelpunkt. Wobei Mond symbolisiert auch der Volk. Und die König muss um sein Volk kümmern. Besonders das, was die Wohnsituation betrifft. Diese rechtliche Lage ist dasselbe als in vergangenen Tagen. Das muss auch in Ordnung bringen. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Stier.
und symbolisiert die Prinzessin. Schöne Dinge kaufen, das in Besitz nehmen. Und das war die astrologische Hintergrund für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.